Neue Folge von Conan Unconquered. Noch stimmt der Titel. Wir sind Conan ist da und wir sind auch noch unerobert bisher. Das wird aber nicht mehr lange so weitergehen, glaube ich. Oder Basti, was meinst du? Das hoffe ich auch, Dennis. Das hoffe ich auch. Ja, ich hoffe, wir kriegen es noch ein bisschen. Also jetzt bald ist Welle 10. Mal gucken, ob dann irgendwas ganz Besonderes passiert. Welle 13 sieht hier oben schlimmer aus eigentlich. Also das ist so ein riesiger goldener Kopf da oben in der Anzeige. Naja, mal gucken. Wir machen jetzt mal weiter. Wir haben uns gerade eine kleine Strategie überlegt. Ich weiß, sowas seid ihr von uns nicht gewöhnt, aber hier wird es jetzt strategisch. Und zwar im Sinne von, wer baut was, wohin. Genau. Die Strategie geht jetzt schon nicht auf, weil ich kein Geld habe, um irgendwas zu bauen. Du bist ja so gut wie ich. Ja, gleich ist es soweit. Aber dann kommt schon die nächste Welle. Wo wird angegriffen? Ich sehe nichts. Das sieht man nicht. Okay, alles klar. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen aus. Dann muss ich da eine Mauer bauen. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Von wo kommen die neuen Wellen? Hast du es gesehen? Das wissen wir nicht. Ach, wurde nicht angezeigt? Ich sehe dann den Sandsturm. Ach, der Sandsturm. Okay, scheiße. Dann müssen wir uns auf alles einstellen. Blöd. Wie viel Gold plus hast du genauso viel? Ich habe 73 Gold plus. Hast du auch so viel? Ich auch. Ja. 72 jetzt? Okay. Ja. Ah, ich habe nicht genug Geld für die Mauer. Scheiße. Oh shit, jetzt sehen wir wirklich gar... Oh nein, so man sieht wirklich gar nichts. Ich dachte, man sieht nur gar nichts, aber nicht gar nichts. Ich dachte, man sieht nur vorher nicht, woher sie kommen, aber man sieht ja einfach gar nicht, woher irgendwas kommt. Fuck. Ich muss sagen, das ist interessant. Außerordentlich gemein, wolltest du gerade sagen. Und damit hättest du vollkommen nein. Recht. Aber ich irgendwie... Vielleicht braucht man irgendwie so diesen Wachturm oder so, der das dann irgendwie aufdeckt, keine Ahnung. Kann ich irgendwie... Oh, ich habe mega Schiss, dass die jetzt genau kommen, wenn ich hier die Mauer aufrüste. Ich weiß nicht, wo die... Das ist doch jetzt... Ach, Mauer aufrüsten kostet halt auch noch mega viel Geld. Oben links. Komme. Und oben Mitte, toll. Ja, okay. Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, unten rechts auch. Fuck. Ja, super. Also unten Mitte eigentlich. Ja, ich sehe es. Ich schicke meine Verteidigungsleute dahin. Ich habe halt nicht genug Speerkämpfer für alle Türme, die ich da habe, aber ich habe überall Türme, das heißt, ich kann überall die Speerkämpfer hinschicken. Und ich habe hier schon die ersten Steinmauern, die müssten ja ein bisschen mehr aushalten. So, Conan ist hier oben mit am Start, kann hier mal ein bisschen Action machen. Oh, die hauen aber ganz schön rein, diese fetten Spinnen, ey. Mann. Ah, Tornado! Tornado? Was, wo, was, wie? Ich sehe keinen Tornado. Rechts, Mitte rechts. Ah, Tornado! Oh, da ist ja eine Kiste. Vielleicht müssen wir die mal holen. Oh Gott, der Tornado bringt einen Boss. Wehe, nicht Boss. Was Boss? Wie? Nein. Ich bin doch hier noch beschäftigt. Ich habe keine Zeit für Bosse. Ja klar, der Boss, der kriecht einfach... Ja, fuck, die sind in der Base. Die sind unten in der Base. Zerstören alle Häuser. Kack, ich kann nichts machen. Okay, ich komme. Conan ist... hier ist irgendwie eine Kiste mitten in der Base aufgetaucht, mit Eisen drin. Aha. Wie ist das denn passiert? Okay, scheiße, sie zerstören hier echt alles, die Schweine. Was passiert denn hier? Alter, leck mich du. Ich glaube aber, wir haben es überlebt. Also, hier ist jetzt noch die Spinne, ne? Aber sonst sind alle... Die Spinne, die meine Häuser aufschützt. Lecker, lecker, lecker. So, ich repariere jetzt mal hier alles. Attack Wave defeated. Basti, ich bin stolz auf uns.
Nächste kommt direkt. Ja. Kommandozelt. Okay, ich baue auch ein Kommandozelt. Das muss jetzt sein. Das ist wichtig. So, das steht jetzt da. Dann repariert sich das. Was habe ich jetzt hier? Schwere Mauer. Was Sehr gut. wollte ich Ach denn nee, das ist das jetzt? Tor. Schweres Tor. Ich muss erstmal die Mauer bauen. So, wir haben leider immer noch nicht mehr Stein als vorher, aber das kann jetzt besser werden. Denn Steinbruch, oh, der braucht 4 Leute. Das heißt, ich muss erstmal neue Häuser bauen. Brennt hier irgendwas? Nee, klang nur so. Okay. Ach so, das sind die Mauern, die da hochgezogen werden. Die klingen so wie Feuer. Wieso steht Conan denn mitten zwischen irgendwelchen Wohnhäusern? Der soll doch nicht. Weiß ich Was nicht. machst du denn da, Junge? Was machst du denn da? So, Wall complete, es ist grundsätzlich gut. Wir brauchen aber noch eine. Oh, warum habe ich mal so wenig Geld? Krieg auch nur Von unten 51. kommt die nächste Welle. Ah, toll. Von unten links. Okay, das heißt, ich kann aber schon mal meine Besatzung hier der Türme rausholen und die da unten links hinpacken. Tendenziell eher. Ist ja doch ganz schönes Micromanagement, was man da manchmal machen muss. So, Dwelling complete, grundsätzlich gut. Ich brauche aber trotzdem mehr Geld. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen warten, leider. Oh, schön, es geht. Was? Hast du einen Marktplatz? Nee, noch nicht. Aber werde ich gleich bauen, ist sinnvoll. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ein Marktplatz ist sehr sinnvoll. Du kannst da Ressourcen verkaufen, wenn du Ja. Überschuss hast für Gold. Ich weiß, das gibt's ja bei SEA Billions auch. Aber wie gesagt, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Ich bin jetzt erstmal sehr glücklich mit meinem Kommandozelt. Das macht mich sehr zufrieden, dass ich jetzt mal ein paar mehr Kommandopunkte habe. So. Gibt es irgendeine Schnelltaste für Gebäude aufrüsten eigentlich? U oder so? Nee, Upgrade, hätte ich jetzt gedacht. So, meine Mauer unten ist jetzt schon zum Teil eine Steinmauer. Das ist ganz gut. Oh Gott. Oh, ich habe kein. Wieso kann ich jetzt auch Steinmauern bauen? Na, vielleicht wird das doch übernommen, weißt du? Dann können wir uns aufteilen. Da kann ich die Ingenieursgilde und so und du kannst dann vielleicht andere Sachen machen. Conan. Oh, scheiße, die kommen hier mit Belagerungswaffen. Oder so einem Scheiß. Alter! Oh, sind das viele! Basti, ich bin im Arsch! Komm, Save my ich hab. fucking life! Nein, Conan stirbt! Fuck! Conan ist tot. Conan braucht 1 Minute. Und die Mauer ist fast hin. Du musst echt. Komm, komm bitte. Was ist denn? Im Oder Süden wieso ist. läuft die denn da lang? Weiß ich nicht, wo ist sie denn? Da hinten? Nee, du musst hier in den Süden. Rechts läuft's ganz Ja, die habe ich gut. auch, die habe ich da auch hingeschickt. Shit, so viel Verteidigung habe ich da nicht. Ich habe 6 Speerkämpfer da unten, die können die hier nicht alle in Schach halten alleine. Steinwachtturm kann ich jetzt bauen, das ist grundsätzlich cool. Ah, ich kann jetzt auch handeln. Geil, geil, Das geil, geil. Katapult ist schon mal weg. Super, das ist wichtig. Es kommen Skelette, schön. Ja, das Toll. finde ich gar nicht schön. Wann kommt der Kunde wieder? In 1 Sekunde. Und Action! Nein! Oh, meine ganzen Speerkämpfer werden umgebracht. I don't like that. At all. Geht mal in den Turm da rein. Fuck. Ist hier was los, Basti, ey? Krasse Scheiße.
Oh, ich kann leichte Kavallerie jetzt bauen. Ja, okay, aber das sind nur leichte Einheiten. Das finde ich jetzt nur so mittelspannend. Brauche ich mal lieber zwei Speerkämpfer. Okay, uiuiui. Ich glaube, wir schaffen's. Ja. Was? Ich lebe noch? Ich weiß nicht wie, aber ich auch. Also wieder. Okay. Gut, jetzt reicht's mir aber langsam mal hier unten. Oh, Alter, guck dir mal die nächste Welle an! Fuck das! Alter. Das sind nur 300 Spinnen. Okay, ich muss hier mehr Zeug. Von allen Richtungen vor allen Dingen, ne? Ah, scheiße. Ach du Scheiße, ja, lol. Stimmt, ich jetzt auch geil. Von überall, ey. Das heißt, wir müssen jetzt bis dahin schnell hier alles wieder aufbauen. Und nein, die haben auch alle Standarten zerstört. Ich kann hier gar nichts reparieren und so. Oh nein. Und Geld kriege ich auch nicht mehr so richtig viel, weil hier die ganzen Häuser kaputt sind. Nein, ich bin dumm. Nein, bist du nicht. Na, vielleicht ein bisschen. Doch. Ich habe zu viele Häuser aufgewertet. Ich kriege nur noch ein Haus. Ja, ich auch, danke. Wir teilen uns das ja quasi, die Einkünfte. Ja, aber es ist komisch, weil wir teilen uns ja auch wieder nicht alles. Ja, keine Ahnung. Ich kann bei dir definitiv, wenn ich draufklicke, keine Einheiten bauen. Das nein, nur das Geld, nicht die anderen Sachen. Okay, Spinnen kommen, oben links. Scheiße, da ist die Mauer noch nicht repariert. Oh Mann, ich habe nicht hingeschaut. Fuck. Doch, die Spinnen. Die klettern sowieso überall rüber. Alles klar, die klettern überall rüber. Aber die sind extrem schwach, also die kriegt man ganz schnell kaputt. Also ein paar hundert davon sind jetzt auch nicht das schlimmste Problem der Welt. Ich schnitzel da. Ich schnitzel überall, wie wunderbar. Das nervt wirklich, dass die überall rüberklettern, ey. Fuck you. Das macht's alles irgendwie auch interessanter. Sieh doch nicht wieder in allem das Positive, das ist ja furchtbar. Du immer mit deiner optimistischen Attitüde, ey. Dafür können wir irgendwann, wenn wir das alles auf extrem schaffen, sagen, jetzt haben wir es erreicht. Warum sollten wir das alles auf extrem schaffen können? Ich glaube doch nicht mal, dass wir es überhaupt schaffen. Ja gut, das ist wahr. Guck dir mal diese Spinnenmasse hier oben an, ey. Ich hab unten verteidigt und seitlich und hast du sehr gut gemacht. Drum wirst du auch nicht ausgelacht. So. Achso, meine Schwertkämpfer sind da tot, die da oben verteidigt haben. Ja, schön. Ja, das ist schlecht. So. Nichts können sie. Ich baue mal noch ein bisschen Holz. Wir haben nicht mehr genug. So, jetzt müssen wir endlich mal wieder dahin kommen, dass wir überall geschlossene Mauern haben. Das ist nämlich extrem nervig, dass das nicht so ist. Meine Mauern sind... Ja, meine nicht. Da ist zu. Wir kommen gar nicht dazu, mal so ein rotes Camp zu clearen. Nee, ich komme hierzu gar nichts. Ich habe auch immer weniger Einheiten. Ich habe nicht mehr, wie man es annehmen sollen würde, sondern immer weniger. So. Oh, fuck. Ich erkunde jetzt mal tatsächlich wieder ein bisschen Karte. Vielleicht findet man mal irgendwo. Wodurch kriegen wir eigentlich so viel Vieh durch dich irgendwie? Hast du Vieh-Dinger gebaut? Ja. Okay. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum wir so viel plötzlich haben. Aber das kann man ja dann mal im Markt bisschen was verkaufen vielleicht. Die Sachen, die man nicht so viel braucht, dafür haben wir dann mehr Geld. Oh, ich habe einen Stein gefunden. Oh, das ist sehr geil. Ich habe eine Kiste mit Steinen gefunden. Ah, 50 Stein. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Und hier ist auch noch eine Kiste mit Eisen. Nehme ich. Ist gekauft. So, komm. Noch das Eisen. 25, na immerhin. Okay, das hat sich jetzt schon gelohnt, die Erkundungstour. Was brauchen wir am dringendsten? Wir brauchen mehr Holz, ne? Dann baue ich jetzt noch ein bisschen Holzfäller.
So einen weiteren Holzfäller habe ich gerade gebaut. Ja, ich auch. So, dann haben wir jetzt wieder plus 4, plus 3, plus Stein habe ich auch genug. Kann ich wieder ein bisschen was verkaufen? Für 15 Gold, das ist ganz ordentlich. Damit kann man tatsächlich ja schon ein Jetzt bisschen was mal anfangen. Einheiten wieder irgendwie. Ja, ich brauche auch mal wieder ein paar. Aber ich glaube, ich würde erstmal, auch oh, man weiß nicht, womit man anfangen soll, erstmal die Mauern reparieren hier und ein bisschen upgraden. So, wenigstens hier im Süden mal die Mauer komplett vollständig auf Stein umbauen. So, die Südmauer ist komplett gesteint. Stony. So. So, und ich würde gerne mal den Wachturm aufrüsten hier. So, und ich brauche mal mehr Häuser. So. Okay, und mehr Holz. Aber man kann ja auch Sachen einkaufen, oder? Wenn man genug Geld hat, kann man auch Sachen. Aber 100 Gold für 5 Holz, das ist mir ein bisschen zu teuer. Dann warte ich lieber kurz. Oh, die nächste Welle kommt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich sehe es. Weiß nicht genau woher. Wer weiß das schon? Weiß So. Conan steht aber bereit für etwaige Abwehr-Action. Training complete. Forschung, Belustigung hat die Motivation durch Wein, Weib und Gesang. Okay. Okay, ich kann die Motivation unserer Soldaten erhöhen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber kannst ja mal probieren. Die Bin hier Steinmauern oben. können auch brennen. Oh Unten fuck! auch, unten auch, unten auch. Oben links. Ja, unten auch. Was? Ja gut. Scheiße. Wie soll man das denn jetzt schaffen? Das schaffe ich nicht. Den Boss, den schaffe ich nicht. Prinz Kutamun. Ist der gekommen davon drei oder ist es nur einer? Alter Falter, was ist denn da los? Nee, das ist tatsächlich nur einer. Der Boss ist bei uns in der Base. Ja. Der ist halt übermächtig, das geht Ja nicht. gut, wir haben hier auch irgendwie 200 Pferde auf jeder Seite. Das ist auch irgendwie ein bisschen krass. Der Boss alleine ist schon heftig. Der macht alles alleine. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt hätte machen sollen. Viel, viel besser schon sein, aber das, keine Ahnung, war ja bisher auch nicht nötig, sozusagen, ne? Also. Okay, ich komme mal zum Boss. Probier den mal, aber das Problem ist, was bringt es, den Boss zu vernichten, wenn da noch 400 Pferde außenrum stehen. Nicht so viel. Meine Soldaten sind alle tot, also ich habe jetzt nur noch Conan. Ich glaube auch nichts mehr. Den Boss kriegen wir vielleicht noch, aber dann ist halt auch vorbei. Schade. Immerhin bis Welle 13. Können nur besser werden. Okay, der Boss ist hin. Ja, unser Haupthaus aber auch. Ich glaube, das Ja, ich weiß, ich war's. weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben den Boss noch gelegt. Ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf uns. Schade! Oh, Mann! Ja, gut, aber der war jetzt ein bisschen übermächtig, oder? Im Vergleich zu allen bisherigen Wellen. Ich meine, die haben wir ja immer ganz okay geschafft, so. Ja, Da hat das Spiel das einem jetzt, war finde ich, echt. nicht beigebracht, dass das jetzt schon. Dass wir jetzt schon dreimal so gut sein müssten. Also ich, weil das, ne, das war jetzt ein sehr krasser Sprung in der Anforderung gerade von Welle 12 zu 13. Also, wow. Weiß ich nicht, wie wir das jetzt hätten Dieses schaffen sollen. Sternmetall sehe ich gerade. Die Karte wurde aufgedeckt, wenn wir gestorben sind. Das Sternmetall gibt es nur an den äußersten Randgebieten. Wo Ja gut, kommt aber so weit denn waren wir ja noch lange nicht. Also mit in der Forschung und so. Also wir brauchten das ja nee. noch gar nicht. Wir hätten uns viel früher, viel schneller ausbreiten müssen, glaube ich.
Ja. um mehr Ressourcen einfach zu haben. Ich glaube, wir müssen einfach insgesamt ein bisschen schneller sein, so bei allem. Ja, das sehe ich auch so. Und vielleicht können wir ja auch mal versuchen, mal so ein Monsternest da zu clearen das nächste Mal oder gemeinsam mal so einen Boss anzugreifen. Dass wir das Ja. einfach mal, dass wir früher unsere Base auf automatische Verteidigung praktisch stellen, weil das läuft echt gut. Also das hat jetzt von den 13 Wellen, hat es bestimmt in 5 oder 6 gereicht, dass im Süden bei mir da, dass da irgendwie 8 Speerkämpfer in Türmen saßen. Die haben eigentlich immer gereicht. Selbst wenn dann mal die Mauer kaputt ging, dann sind 3, 4 Gegner durchgekleckert. Der Rest hat sich weiterhin an den Mauern gütlich getan. Und die, die durchgekleckert sind, haben auch die Speerkämpfer einfach aus den Türmen abgeworfen. Also man kann da relativ gut automatisieren. Man muss nur früh genug Speerkämpfer einfach ausbilden. Und dann kann man nämlich auch mal eine kleinere Truppe mit den Helden bilden und einfach mal so einen Boss angehen. Mal gucken, wie schwer die halt sind oder so. Haben wir ja nicht mal Ja. ausprobiert. Gut, Leute, das waren die ersten 3 Folgen. Erster Versuch von Conan Unconquered. Wir machen jetzt eine Pause und dann probieren wir es einfach nochmal, oder? Was sagst du? Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin motiviert. Also einmal probieren wir es jetzt heute auf jeden Fall noch. Gut, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.